Hi Leute, hier ist LineGemeins und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Letztes Mal sind wir mit der Twin Otter von Malle zu den Meru Islands geflogen, die seht ihr hier. Hier jetzt im FSX halt nicht realgetreu nachgestellt. Dazu bräuchte man jetzt ein Add-on. Aber trotzdem sind es hier die Meru Islands, da sind wir hingeflogen mit der Twin Otter. Die Passagiere sind alle ausgestiegen, wir haben jetzt die Passagiere, die jetzt wieder zurück nach Malle wollen, haben wir jetzt aufgenommen. Und da fliegen wir heute wieder hin, also zu dem Flughafen, da wo wir losgeflogen sind. Stellen das Flugzeug ja noch in den Wasserflugzeugparkplatz oder in die Wasserflugzeugparkposition zurück. Und ja, dann würde ich aber erstmal sagen, schließen wir alle Türen. Also die Captain Store, Passenger Store, Service Store, Rear Cargo und die Front Cargo Door. So, die Front Cargo Door haben wir gesehen. Checken wir, dass das hier alles aus ist. Rear Cargo bitte auch und die Front Cargo. Passenger Store meine ich. Hauptausgang geschlossen. Passenger Store ist zu. Service Store bitte auch schließen. Die sehen wir von hier nicht. Machen wir mal diese Ansicht. Jetzt muss man sehen wir jetzt eh nicht mehr die andere noch. Die Rear Cargo Door muss jetzt noch geschlossen werden und dann. Ist jetzt auch zu. Okay, dann sind wir ready to fly. Fahren die Klappen ein. Die hatten wir jetzt noch ausgefahren. Fahren die auf 10. So, wartet. Virtuelles Cockpit, genau. Flaps auf 10. Können wir noch eine Stufe einfahren. Machen wir die Propeller an. Ich hoffe, es geht so, wenn man die einfach auf Fuel on stellt. Mal so. Man kann diese Auto, diese Feather-Dinger da nicht bewegen, das ist doof. Wenn ich mich jetzt hier rechtsklick mache, dann kommt dieses scheiß Fenster da, was ich jetzt gerade gar nicht brauche, sondern ich will die eigentlich hier bewegen. So, wir gucken kurz mal, wartet. Wir gucken uns mal Index. Wir brauchen die Engine Start Checklist. So, Fuel System. Gehen wir die gerade ab, damit die. Okay, Fuel System off checked. Full Feather, ja, wenn wir die so einstellen könnten. Full Forward Feather. Das ist schon so, okay. Power Levers idle checked. Boost Pumped Forward After. Wartet. Was war's? Boost Pump Forward After On. Checked. Start Switches. Das sollte eigentlich der sein. Start Switches Engine Right. Sollte der sein, oder? Nein. Irgendwo, wo ist denn der? Ach, der ist hier. Ach, stimmt. Hier war da. Start Engine Right. Fuel Levers. Jetzt fahren sie hoch. Nein, fahren sie nicht. Warte, jetzt sind wir beim nächsten Punkt. Fuel Levers auf. Wieso springt er denn zurück? Ich will auch die Fuel Levers auf. Hallo? Wieso springt er denn? Jetzt muss ich halt so. Right Full Forward. Und ja. Die ist an. Dann kommen wir jetzt zur nächsten und zwar die. Right, full forward. Oh, das waren glaube ich die anderen. Ja, Start Switches left. Und so fährt hoch. Fuel Lever on. Probe. Lever left, full forward. Und Generator left, right. Wo stellen wir die waren? Generator, das waren hier. Wieso springt der mir denn immer ein anderes Fenster? Dann muss ich das irgendwie anders machen, dass ich da hochgehe, damit der mir nicht wegspringt. Generators left, right auf. Und die sind doch schon on, oder? Ja. Okay. Dann sind wir wieder ready to fly. Die Maschine läuft. Wir machen den Reverse rein, damit wir hier von der Insel wegkommen. Wir müssen ja ein bisschen Abstand gewinnen. Ich hoffe, dass wir uns nicht zu stark jetzt hier festgesetzt haben. So, virtuelles Cockpit. So, funktioniert das? Sonst muss ich das Flugzeug versetzen. Nein, es geht. Okay. Also einmal ein bisschen weggefahren. So, da wirbeln
das Wasser wirbeln wir da auf, den Dreck. Und dann können wir auch gleich loslegen. Kann ich so eigentlich lenken? Ja, das geht sogar ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen Abstand gewinnen, nicht, dass wir zu nah an der Insel dran sind. Und dann können wir gleich die Fluggäste heute wieder zurück, nach Malle bringen. Also, Flaps 10. Machen wir jetzt noch die... After Engine Start, Altimeter Set. Das brauchen wir alles nicht. Das auch nicht. Before Flaps 10 Degrees, Radios Set, Probably Throw Forward, bla bla bla. Das passt alles. Flight Controls sind free. Transponder ist on, Landing Lights haben wir. Ich weiß jetzt hier nie, welche Stellung off und welche on ist. Muss ich jetzt von außen gucken hier. Landing Lights on. So. Strobe Lights sind on. Caution Lights. Runway Heading checked. Okay, das war's von der Checklist. Also dann sind wir ready for takeoff. Volle Kraft voraus. Los geht's. Zurück nach Malle. Also dann müssen wir erstmal Schub komplett aufbauen. So, und jetzt sollte es losgehen. Ja, genau. Wir drehen nochmal nach rechts ein, damit wir nicht in Richtung Insel starten, sondern gleich so unseren Zielflughafen so ein wenig ansteuern. So, richten wir es erstmal geradeaus. Beschleunigen weiter auf 80 Knots. Und dann natürlich auch noch weiter, aber erstmal 80 Knots. Und dann Rotate. So, und los geht's. Da erheben wir uns wieder in die Lüfte. Twin Otter ist schon ein wirklich sehr schönes Flugzeug und es lässt sich echt extrem einfach fliegen und extrem, ja, gut handeln. Also, mir macht es echt immer wieder Spaß, mit dem Flugzeug zu fliegen. Es ist wirklich ein sehr, sehr cooles Flugzeug. Also, mit dem muss man mal geflogen sein. Ich bin echt froh, ja, dass ich mir dieses Add-on gekauft habe, weil das Flugzeug einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Flugzeug ist. Und das gibt es in so vielen Varianten, mal als Wasserflugzeug. Da können wir auch mal hier auf dem Wasser fliegen, genau. Oder halt dann auch natürlich mit dem Standardfahrwerk, dann können wir auf den normalen Flughäfen natürlich auch noch landen. Das Flugzeug ist wirklich so, lässt sich so gut steuern. Das Add-on ist wirklich sehr, sehr toll. Die Texturen und so, das Flugzeug ist wirklich super nachgebaut. Und ja, das Flugzeug ist wirklich ein sehr, sehr schönes Flugzeug. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Das ist echt cool. So, ja, wir werden auch wahrscheinlich noch in nächster Zeit, wie gesagt, öfters mit dem Flugzeug fliegen. Da werden wir natürlich nicht so lange Strecken fliegen. Wir werden dann wahrscheinlich so regionale Flüge sozusagen machen. Also dann so Flüge innerhalb Deutschlands zum Beispiel. Oder mal nach St. Maarten mit dem Flugzeug fliegen. Sowas in der Art werden wir mal machen. Das Flugzeug fliegt ja eigentlich auch nach St. Barths, was ja auch ein gefährlicher Flughafen in St. Maarten, in der Nähe, in der Karibik halt, in der Nähe von St. Maarten ist. Aber der ist hier im FSX nicht so schön nachgebaut, dass man da wirklich die Herausforderung halt hier auch im FSX sieht. Also was daran halt so herausfordernd ist an dem Flughafen. Und deswegen werden wir ja nicht mit dem Flugzeug dorthin fliegen. Aber wir werden halt noch ein paar andere Strecken natürlich mit dem Flugzeug fliegen. Das ist echt ein richtig, ich finde das so geil, dieses Flugzeug. Ich finde, man muss ja auch nicht immer nur diese Mega-Passagierliner fliegen, weil die transportieren natürlich in echt, werden natürlich viel häufiger, sieht man natürlich sowas als so kleine Passagierflugzeuge. Also besonders so kleine Propellerflugzeuge wie die Twin Otter. Aber mit sowas werden natürlich auch die Leute hin und her transportiert. Wie hier auf den Malediven. Die halt von Transmalediven, von der Airway, von der Fluggesellschaft Transmalediven, die halt mit dem Twin Otter hier, mit der Twin Otter hier die Leute von den zu den verschiedenen Resorts, oder wie man es ausspricht, Resorts, halt zu den Erholungsinseln da halt bringt. Und ja, deswegen finde ich, gehört es eigentlich auch mal dazu, einen Flugsimulator mit so einem Flugzeug zu fliegen. So, wir hätten jetzt eigentlich auch mal die Checkliste abarbeiten können. Flaps könnten nämlich ab, genau. So, die sind jetzt ab. Autofever. Jetzt zeigt er mir nur das an, das ist voll komisch. Autofever. Klein Power is set, No Speed Steering. Kann man das irgendwo einstellen? Wo kann man das denn einstellen? No Speed Steering. Das ist so. Open Ventilator Fan, was immer das da unten darstellen soll. Beziehungsweise was der Nutzen von diesem Schalter ist, weiß ich jetzt nicht.
Wir sind mit 170 Knoten und 1500 Fuß und wir sehen... Wartet mal, wir müssen mal das GPS... Nicht, dass wir hier irgendwo falsch hinfliegen. VRAM, wir müssen mal nach links eindrehen. Also gerade das Heading ändern. Na komm. Ach, wieso mache ich das eigentlich nicht über das Fenster da unten? Ich hoffe, ist es doch da. Heading hier. Drehen wir mal nach links ein. So, nehmen ein bisschen Geschwindigkeit raus, dann sind wir gleich bei Overspeed. So, gucken nochmal kurz von oben, damit wir das nochmal sehen, welche Richtung es genau ist. Da unten müssen wir hin. Genau, da ist dann der Wasserflughafen. Wir werden irgendwo hier an der Seite einfliegen und dann sollte das gehen. Bewegen uns auch in die richtige Richtung, hoffe ich. Also in Richtung Süden müssen wir... Ah, da ist ja auch schon der Flughafen. Wunderbar, also jetzt sehen wir ihn. Descent Checklist. Fuel Distance Check Altimeter Set. Signs on. Landing Lights sind noch on. Wir sind ja noch unter 10.000 Fuß, von daher bleiben die auch auf on. So, wir sinken jetzt auf um die 500 Fuß, auf die 500 Fuß. Und dann können wir das Flugzeug noch Shutdown machen und dann, ja. Machen wir schon die Before Landing Checklist, Nosewheel Steering Center. Kann man das einstellen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Jaw Damper. Was ist denn das? Jaw Damper, ja. Gucken, was da verändert wird. Achso, das hier. Down Nose, das ist doch Trimmung, oder? Flaps Set. Nein, die sind nicht Set, genau. Und die Geschwindigkeit, oh, ja, wir sollten auch die Höhe natürlich eigentlich achten. Ja, die Höhe hat er jetzt nämlich. Ja, hätte ich mal besser aufpassen sollen. So, also nochmal hoch mit uns, so. Und lassen wir den Autopiloten jetzt weg, der ist disengaged. Müssen wir nur gucken, wo da die Landeflugstrecke ist. Jetzt haben wir uns gerade zu stark auf das Trimmungsding da unten konzentriert. Und wir sollten natürlich auch langsamer werden, also die Levers auf Idle, damit wir ein bisschen langsamer werden. Wir könnten natürlich jetzt hier auch in der Luft den Reverse anmachen. Machen wir aber nicht, weil ich glaube nicht, dass es unbedingt auch in der echt benutzt wird. Also es kann natürlich auch mal vorkommen, dass die Piloten es nutzen. Aber wir machen das jetzt mal nicht. So. Gucken wir gerade mal. Achso, machen wir mal. Wo ist denn da jetzt ungefähr die Landefläche, dass man ungefähr das sieht? Neben den Booten da rechts daneben müssen wir landen. So. Dürfen auch nicht zu langsam werden, natürlich. So. 200 Fuß sind etwas niedrig. Sollten vielleicht nochmal ein bisschen steigen. Ja, ist uns jetzt alles halt ein bisschen. Ist halt jetzt gerade ein bisschen blöd gelaufen, dass wir da jetzt so uns auf das mit der Trimmung konzentriert haben, aber ich ja, gehe mal davon aus, dass wir jetzt trotzdem hier noch einen guten Anflug hinkriegen. Wir sind jetzt wieder hier gut in der Luft. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen steigen, finde ich. Wir gucken, dass wir da jetzt so über die Boote drüber fliegen, würde ich sagen, und dann direkt auf diese Parkposition drauf zu landen. Dass wir dann halt ein paar Meter davor aufkommen, dann Reverse reinhauen und dann sollte das kein Problem sein, dass wir dann irgendwie ja, nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen. Das wird nicht vorkommen, sollte nicht eintreffen, glaube ich. Das sollte schon alles klappen. So. Wir sind bei der Before Landing Checklist. Die Flaps jetzt auf Full. Und sonst sind wir bereit, ja, zum Landen. Also noch einmal über diese Sandfläche da sozusagen drüber fliegen. Das Fenster können wir jetzt mal schließen. Und dann legen wir hier mal einen eleganten Landeanflug hin. Wir sind jetzt genau, ja, ohne Steig- und Sinkrate, beziehungsweise ich probiere das Flugzeug ungefähr da zu halten und dann, sobald wir hinter der Insel sind, gehen wir auf den Landeanflug zu, beziehungsweise auf den, ja, Sinkflug dann. So 100 Knoten sind im Moment noch okay, aber wir werden dann noch ein bisschen langsamer werden natürlich. So, wir fliegen einmal hier direkt über die Boote drüber, da sollten wir natürlich möglichst nicht den Mast streifen, das wäre ein bisschen blöd. Und dann machen wir mal kurz Pause, dann zeige ich euch mal kurz, wie wir einfliegen werden. Wir werden hier über diese Sandfläche, wie gesagt, drüber fliegen und direkt darunter dahinter aufsetzen, dann werden wir hier unten in den Hafen reinrollen, rein schiffern können sozusagen. So. Das ist auch natürlich eine ganz coole Ansicht, aber das Flugzeug lässt sich natürlich mit den Instrumenten
besser von innen fliegen, so kann man nur so ein bisschen so abschätzen, aber von innen mit Instrumenten lässt sich natürlich nochmal besser fliegen, weil man dann die Höhe und alles genau angegeben hat und Geschwindigkeit, das kann man natürlich da in der anderen Ansicht oder generell in der Außenansicht ja nicht erkennen. So, ja, wir sind jetzt auf einer guten Höhe, um die ganzen Mäste von den Booten hier, Segelbooten hier nicht zu streifen, zu berühren. So, die Aufnahme wurde gerade ja, abgebrochen, weil kein Festplattenplatz mehr zum Aufnehmen da war. Das habe ich jetzt kurz geändert, ein bisschen Platz geschaffen und jetzt geht's weiter. So, also, jetzt aber mal langsam Sinkflug antreten, Geschwindigkeit rausnehmen, Flaps sind auf Full, wir sollten aber auch keine starke Sinkrate nehmen. Wir machen die Thrust Levers jetzt auf Idle, also auf Leerlauf, probieren erstmal eine horizontale Lage zu halten und jetzt so langsam in den Sinkflug zu gehen, machen noch ein bisschen wieder... Bauen jetzt wieder ein bisschen Schub auf. So, dürfen natürlich jetzt nicht auf dem Sandboden hier landen. So, die Geschwindigkeit muss auch gut beibehalten werden. So, dann können wir ein bisschen mehr Schub sogar geben. Wir haben noch so eine weite Strecke bis zum bis zum Hafen da hinten dann. So, wie genau hier die in echt jetzt hier anfliegen, das weiß ich jetzt nicht. Jetzt sind wir eigentlich kurz vorm Touchdown. Die Frage ist, machen wir jetzt einen oder machen wir jetzt keinen? Wir können das Flugzeug natürlich jetzt auch noch hier ein paar Meter über der Luft halten. Das ist natürlich gut möglich. Und dann aber auch jetzt mal bald aufsetzen, würde ich sagen. Also machen wir Thrust Levers Idle, Leerlauf und aufgesetzt. Reverse. Und Reverse wieder raus, ein bisschen Geschwindigkeit gedrosselt. Und dann rollen wir jetzt in den Hafen da rein. Ich hoffe, dass es jetzt noch gut klappt mit dem Andocken. Wir müssen das Flugzeug natürlich eigentlich nochmal um 180 Grad drehen, weil wir ja die Türen auf der linken Seite öffnen. Also die Passenger Stores. So, 40 Knoten sollten wir ungefähr halten hier auf dem Wasser jetzt zum Rollen. Für ein, ja, Rollen, sage ich immer. Zum ja, Fahren halt hier auf dem Wasser. Bremsen haben wir ja jetzt hier nicht. Ich will immer hier mit dem Joystick hier die Taste, wo ich die Bremse drauf gelegt habe, immer die Bremsen verwenden. Aber das geht ja hier alles nur über den Reverse. So, wir bauen nochmal ein bisschen Schub auf. Um den Flieger jetzt noch zu drehen. Oh, was war das? So, die Propeller brauchen halt immer, beziehungsweise die ja, Triebwerke brauchen immer ein bisschen, bis sie halt hier auf den Schub ansprechen. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass es klappt mit dem Eindrehen. So. Jetzt merkt ihr, ich habe schon schon ein bisschen Schub gegeben. Und so ein Viertel. Aber das dauert halt, bis er hier anspricht. Wir uns nur ein Stück zurückfahren. Ich weiß nicht, ob das mit dem Drehen so passt. So, also einmal Reverse rein. Ich gehe mal auch davon aus, dass die in echt auch mit dem Reverse das Flugzeug nochmal zurückversetzen, wenn das der Fall sein muss. Also beziehungsweise zurückfahren halt. So, dann machen wir nochmal kurz volle Kraft voraus, damit der Schub auch jetzt forward geht. So, hast du, jetzt geht's aber, oder? Okay, also einmal Full Forward, Idle. Jetzt hoffen wir, dass es klappt. Also einmal eindrehen, Reverse. Ja, wunderbar. Ist ein bisschen nah an der Treppe hier dran. So, Reverse nochmal rein. Ja. Doch, ist wunderbar. Und jetzt können wir hier aber auch stehen bleiben, würde ich sagen. So. Ja, Problem ist, wenn ich jetzt auf Idle stelle, dann wird er mir leicht vorwärts rollen. Müssen dann die Engines jetzt gleich ausmachen. Ich darf den nicht auf Idle stellen. Muss ich gucken, dass ich den rollen. Ich sag immer rollen. Hier noch ein Stück zurück. So, und jetzt auf Idle. So, jetzt aber. Okay. Wir stehen sicher. So, sollte jetzt auch eigentlich gar nicht so weit wegrollen. Stimmt, After Landing Checklist. Das machen wir nicht alles. DIs, Landing Lights, Strobe Lights, Transponder, Trim Press, Reset for Takeoff. Genau. Shutdown, Parking Brake, Company Set, Radios off, Power Levers. Was hat er denn jetzt? Muss ich jetzt die Parking Brake? Die geht natürlich nicht. So. Wahrscheinlich müsste ich jetzt die Parking Brake erst machen, damit ich die anderen Sachen machen kann oder was. Dann machen wir das selber, wenn ich Radios einmal hier auf off. Und nochmal off, bitte. Ach, nee, hier nicht. Off.
Achso, das muss ich mit dem Mausrad machen. Off. Power Levers Idle. Propeller Levers Feather. Ja, wenn ich das jetzt machen könnte, wäre schön. Kann ich leider nicht. Generators auf. Off. Fuel Levers auf. Off. Weil normalerweise muss ich einfach nur einen Rechtsklick auf die Dinger machen. Und dann geht das, aber hier öffnet er mir die ganze Zeit dieses Fenster, was ich normalerweise, wenn ich einen Rechtsklick mache, öffne. So, Boost Pumps, die sind hier. Ne, hier. Auf. Off. Die auch. Lights off all. Wo sind die Lights hier? Off, 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 off. External Battery Switch off, DC Masters off, Control Locks, ja, die machen wir rein, müssen wir. Diese Ansicht gehen, Control Locks, Set. Engines sind off, genau. Dann können wir die Captain Door, Passenger Door, Service Door, Rear, Front Cargo. So, dann noch die Passenger Service und Rear Cargo Door. Gucken wir mal, dass die aufgehen. So, okay. Dann fehlt aber immer noch die Passenger Door und die Service Door. Und dann können die Passagiere jetzt an Land gehen. Das war's von diesem Flug. Ich hoffe sehr, ich hoffe, er hat euch gefallen. Nächstes Mal, ja, mal schauen, wo es dann von wo nach wo geht. Da, lasst euch mal überraschen. Ich habe es jetzt aber auch noch mir noch nichts überlegt. Mal schauen. Und dann, ja, war es von diesem Teil. Bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Lion Gamer 1. Ciao!